Einmal Stoff. Wie viel brauchten wir? Wie viel waren das? Für was? Kaninchen. Ach, für den Ofen. Das weiß ich nicht mehr. Du hast den Ofen angeguckt. Was ist? Daneben geschossen. Scheiße. Sie leben noch nach Hause. Ich habe noch einen Stoff. Das ist gut. Sie. Wo ist denn hier der Wolf? Ja, das sagt doch, das ist der Weiße. Ich glaub, Gandalf, der Weiße. Ist er weg hier? Acht Leben. Der ist hier immer am Fluss. Irgendwo läuft er da hin und her, da rüber. Tom, die Lok grüßt dich. Da fällt mir nicht dazu ein. Was? Hier hoch, 7. So. So, Türe zu. Was mit dem Feuer? So, wie viel Stoff brauchten wir für die Heizung? 3. Eins haben wir noch hier, glaube ich, ne? Ja, wir können den Ofen bauen. So, lass mal gucken. 7 Bretter, 7 Metall. Bretter. Und Metall, okay. Dann mache ich den jetzt, ja? Ja, mach den. Die ganze Masse wieder weg. Ja, die kommt auch wieder. Die kommt auch wieder. Ja, mach dir um die Masse keine Sorgen. Ein Gullideckel? So, warte, ich muss da was rein tun, Flux. So. 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 Und das. Ofen ist fertig. Ja. Wo möchtest du denn hinhaben? Ja, hier neben, oder? Hier? Ja. Okay, steht. Okay, ja. So, brauchen wir Holz und Anzünder, ne? Genau. Dann ist es ein bisschen wärmer. So, Holz. Was brauchen wir für einen Anzünder? Den Kraftstoff. Zwei Stöckchen, zwei Stroh, ja. Was für ein Stroh? Fasern. Also. So. Chocolate. Hallo. Okay, ist an. Oh, direkt 14 Grad, wa? Ja. Ja. Gut. Oh, da geht das Leben hoch. Asche für Dünger. Wasser habe ich reingemacht. So, Schnee gesammelt. Meine Flasche ist ja auch wieder weg. Oder hast du die gehabt? Eine Flasche ist hier noch fertig drin. Musst du eine noch rein zum Abkochen. Hier, ja. Im Feuer. Hilfe. Scheiß Tür. Okay. Bitte. Jaha.
könnten eigentlich dann auch mal, wir haben so viel Schießpulver und so was, ne? Hm. Da brauchst du aber, glaube ich, eine Werkbank für. Meine ich. Aber wir haben jetzt schon mal 83 Nägel, oder? Ja. Das ist schon gut. Werkbank, 120, da müssen wir einen Massenspeicher bauen und Stromspeicher müssen wir bauen. Stromspeicher. Boah, das dauert alles noch. Massenspeicher. Hallo Rossi. Müssen wir einen Generator mal anschmeißen. Aber wie kann man nochmal das umwandeln? Wie war das? Ja, da war doch dieser Umwandler. Ofen, Kühlschrank. Massefabrikator, nee, Erdbohrer. Ein Hungerbret. Oh, ich bin immer zu blöd, um aus der Tür zu gehen. Die Tür. Wie war das? Eine Tauchbank kannst du jetzt auch machen. Eine Drehmaschine. Was braucht man zum Umwandeln? Was war das? Raffinerie, da mache ich ja die Metalle. Massenspeicher, Werkbank, Kühlschrank, Ofen. Wiederverwerter, da kann ich alles reinschmeißen. Klimaanlage, Lagereinheit, Drehmaschine. Destillerie, nee, das war das nicht. Ja, bis später, Pret. Rossi, Rossi, wie geht's dir? Lemon Press. Ja, richtig. Ich weiß es jetzt nicht. Oh, Schneesturm auf einmal, was ist denn jetzt los? Die Poser da hinten wieder mehr. Ja, scheiß Haus da. Womit konnte man umwandeln? Massenspeicher, Stromspeicher. Ja, zock. Zock, Rander. Was? Ausrufzeichen, Join Arena. Achso. Was macht der Rücken, Gerrit? Besser. Doch, wird immer ein bisschen besser. Dankeschön. So. Masse. Oh, ist das kalt. Ist das kalt? Gehst ein paar Meter, ein bisschen eingefroren. Ich weiß es nicht mehr. Raffinerie? Wo war denn die Raffinerie? Destillerie? Drehbank? Tauchbank? War das in der Raffinerie? Ich weiß das nicht mehr. Da macht man ja die Metalle klein. Gab es denn da eine zweite Option für das Umwandeln von Fett zum Beispiel in Biokraftstoff oder was? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwo war das. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mit dem Packen fertig bin. Ja. Im Ofen? Ach, Fettschmelze, stimmt. Hier im Öfchen. Ja? Ja. Können wir das Fett da ja rein? Ja, Biokraftstoff. Stimmt. Dankeschön. Ja. So. Okay. Merci. So, wo haben die jetzt gebaut? Da haben die gebaut. Da sehen wir einen. Und hinten am See, ne? Hunter habe ich auch schon gesehen. Ah, da hinten sind sie auch schon wieder da. Auf der rechten Seite. Habe ich gerade blaues Licht gesehen. Die bauen komplett um den See rum. Das war schön. Können jetzt auch zum Essen einladen. Ja. Ja. Es ist aber schon wieder kalt. Minus 3 Grad.
Zeit für den Frühling. Ah, Sirenia hat mir gerade geschrieben. Ah! Das Eis ist getaut. Das ist gut. Angeln. Ja. Das Eis ist getaut. Nee, schickt mir nachher Sprachnachricht. Das ist zu viel zum Schreiben. So, Wämmchen. Ich hab gar keinen. Bastian, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wie heißt das Spiel? Und weißt du, wie teuer? Guck doch mal unten unter dem Bild. Da steht der Spieletitel. Subsistence. Und ich weiß nicht, wie viel das kostet. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt auch so gar nicht mehr. Ab Mitte Februar kommt der Frühling. Ja, wenigstens kann man jetzt mal wieder angeln. Ja. Okay, was sagt der Strom? Ich erstmal Fisch. Aua. Was haben wir als nächstes? Wir haben diese Bank, Werkbank, ne? Da brauchen wir 700, da müssen wir Stromspeicher haben und Massespeicher. Stromspeicher, 500 Strom, 100 Masse. 500 Strom, 75. Komm, wir machen Strom, und dann können wir den Massespeicher machen. Komm mal her. Ich kann vor dir angeln, da ist nicht so kalt. Ist gut. Mach dich halt hier knicklig hin. Das ist wärmer. Ja, ist richtig schön warm mit dem blauen Licht. Aua. Oh, Altvater, grüß dich. 13,99 bei Steam, okay. Was meint ihr, ob die Weihnachten jetzt, also Heiligabend und die Weihnachtstage jetzt offen lassen? Dass man mit Familie feiern soll, kann? Oder meint ihr, die machen das auch noch dicht? Also von mir aus könnten sie es dicht machen. Sie raten ja eigentlich auch eher davon ab. Ja. Bastian, danke schön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Bastian. Wie ein Mofa damals, ja. Neo Rox, grüß dich. Na komm, Fisch. Ich weiß, es ist kalt. Ich mach's dir warm. Bis auf den engsten Familienkreis dicht. Schon ein? Er weist noch nicht an. Oh, Gerrit verpennt? Wie, was? Was meinst du? Er sieht halt aus wie Dr. Schnackels, wenn er damals aus seiner Höhle gekommen ist. Nein. Ach so, wie beschlossen. Nee, ich meine mit Weihnachten. Also Heiligabend, erst zweiter Weihnachtstag mit dem Familientreffen und so. Ob das überhaupt jetzt... da steht ja noch nichts fest. Man darf sich ja treffen, ne? Glaube ich. Zwei Haushalte oder so. Aber ob die das, ich meinte jetzt, ob die das noch vielleicht, was meint ihr, ob die das noch zumachen? Also komplett, dass man sich gar nicht treffen darf. Ich glaube, das macht eh jeder, wie er irgendwie Bock hat. Ja. Und das ist ja das Problem. Der rote Inder. Maximal 10 Personen. Achso. Bei 10 schon extrem viel sind. Maximal 5 Personen, 2 Haushalte. Der rote Inder, dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das beißt doch an. Rote Inder. 4 weitere Personen als sonst dazu aus dem engsten Kreis. Okay. Litzmocker, grüß dich. Ja, das habe ich ja nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen, Barzi. 5 Personen, 2 Haushalte ist jetzt die Beschränkung. Okay. Okidoki. Hallo, Dr. Boom. Dr. Boom. Dir auch. Wer kontrolliert das? Ja, das ist die Frage. Ja, jeder, der ein bisschen Krebs hat, der hält sich auch an gewisse Dinge. Sollte ja auch, denke ich mal, Eigenverantwortung auch ein bisschen voraussetzen. Ja, damit haben es die meisten leider nicht so. Hä, wo geht denn der Fisch hin? Hä? Wo geht denn der Fisch hin? Wo geht der hin? Der schwimmt einfach weg. Was? Ja, der Fisch. Wie? Ja, guck. Ich bin Holz am Hacken. Der ist durch den Berg geschwommen. Komm her.
Der ist einfach durch unsere ganze Hütte geschwommen. Was? Ja. Ganz seltsam. Die bösen Nachbarn. Ja. So. Wir verzichten diesmal, ja. So. Was sagt unser Pflanzbeet? Okay. Na komm her. Tom Tom, das kenne ich irgendwo ja. Naja gut, aber ich meine im Endeffekt, erziehen sich die Leute so ein bisschen gegenseitig, ne? So, das hier rein. So, wie viel Strom haben wir jetzt? 500. Okay, dann können wir doch einen Massespeicher bauen. 6 Metall, 6 Platinen, 6 Bretter. 6 Metall, 6 Platinen. Bretter. Ich bin nur noch mit meiner Mutter auf Erden, alle anderen sind schon tot. Ja. Ja. Auch blöd. Ja. Ja. Ich werde nie meine Nachbarn ausspionieren, vielleicht brauche ich ja mal ihre Hilfe. Das Gute bei mir ist, ich habe keine Nachbarn, also keine direkten. Bis und auf, wenn spionierst du die ja sowieso den ganzen Tag aus? Ja, ich gucke nur, was für Autos hier vorbeifahren. Ja, wer ist das? Ja. Wo will der hin? Natürlich. Will der zu der? Hm? Was machen die da jetzt? Hm? Ja. Ich bin bestens informiert auf meinem Hochstand. Ja. Hm? Meister Jager, wie geht's dir? Oh, fehlgeschlagen. Was? Einmal fehlgeschlagen. Echt? Ja. Aber ich hab Fisch. Das ist drei gut. Stück. Das ist super. Ba, 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 ba. Oh, das wäre ja ein gutes Weihnachtsgeschenk für dich, ne? So ein Fensterbankkissen. Ja, das wäre schön. Ne? Was auch gleichzeitig vielleicht ein bisschen wärmt. Kannst du auch ja, das wäre gut. Ja. So, Massenspeicher. So. Aber nur kleine Fische. Na, stell den Massenspeicher hier hinten hin. Ich habe auch so eine Nachbarin. Wenn nachts um 3 Uhr hier was passiert, okay. Die weiß das. Echt? Die hat's gesehen. Ach, Herr. So. Für Gerrit ist der Blick zu den Nachbarn wie Fernsehen? Nee, ich sehe ja gar nichts hier. Das ist ja wirklich so. Ja, ich sehe doch nur gegenüber da, aber da siehst du ja eh nichts. Wenn ich was sehen wollte. Und dann siehst du mal ein Auto vorbeifahren. Wir fahren vielleicht 5, 6 Autos am Tag vorbei. Außer DHL, DPD, Hermes, UPS, ne? Ja. Die fahren ja eh alle nur zu dir. Ja, richtig. Hier ist mal ein Fisch. Ja, gib mal einen Fisch. Hier ist am besten 2. Merci. Was? Heiland. Oh, viel Geld. Ja, anders verstehen die Leute das nicht. Ja, Geld trifft die. Geld trifft ja. Die. Verstand und Nächstenliebe kommst du da nicht weit. Schon mal überlegt, eine eigene Abladestation beantragen bei der Menge an Paketen? Nee, das ist ja wirklich momentan noch harmlos.
Auch wenn es viel ist. Aber es ist wirklich noch harmlos. Ich weiß noch 2018, das war ja echt schon krass, wo der ganze Boom um Smoker da so richtig losging. Was da Pakete hier ankamen, was da von der Wishlist gekauft wurde und mir zugeschickt wurde, also das war unglaublich. Das war unglaublich. Hier war wirklich jeden Tag war der Paketdienst 2, 3 verschiedene. Das war. Das ist doch heute auch so. Was? Ja. Nee, das ist gar nicht so schlimm. Da kommt die PTO, da kommt DHL, da kommt Amazon Logistik. Also das geht ja den ganzen Tag. Das kann ich nicht so sagen. Du bist halt Konsument, ne? Ja. Was ich dir schon gesagt habe. Ja. Du konsumierst. Ach, da. Oh, Energieriegel. Was bin ich froh, wenn es wärmer wird? Oh ja. Das ist echt so, Bob, ne? Was? What a K. So. Ja, das ist wirklich so. Ja. Muss noch dran arbeiten. Mhm. Ich müsste im Amazon anrufen, ne? Nee. Ja, wieso auch mal zum Anrufen? Ja, so Zwischenlager hier. Hm. Ja. Gucken. Heute mal die Doku, ne? Was gucken wir? Nein. Das Konsumverhalten, ob das glücklich macht. Was das für psychologische Ursachen hat. Was? Ja. Woher das kommt. Wow. Oh, die Pflanzen sehen gut aus. Vielleicht sind die schon gut. Da leck mal dran. Nee, warte. Nee, noch nicht. Scheiße. Brauchen noch Asche. So, eine Feder. 4-mal Fasern, 1-mal Metall. 3-mal das. Gewehrkügelchen. Das und ein Seil. So eine Made. So. So. Und wieder 9-mal hier, sind 11. Geh raus. So.